Hallo alle miteinander, ich bin's wieder, euer Cornelius von Cornel und wir spielen heute mal wieder so Nintendo of Isaac, einfach um ein bisschen reinzukommen, um mal wieder was zu zocken und ich glaube wir spielen heute mit, ich habe keine Ahnung, wir könnten mal mit Idlif spielen, ich glaube das habe ich noch nicht gemacht, aber eigentlich möchte ich nicht mit, wir spielen einfach mal mit Judas, ich weiß nicht genau, ob das hier angepasste Charaktere sind. Anscheinend nicht. Das finde ich schade. Da ist der Seed, denn das ist unser Gebiet. Singendecker bei Jos auf dem bambigen Beat. Ne, ihr wisst Bescheid. Das ist heute mein kleiner Test, ob meine Stimme wieder hält. Also sollte meine Stimme jetzt die Aufnahme halten, dann werde ich wahrscheinlich am heutigen Tag auch noch die ein oder andere Aufnahme probieren. Mal gucken, wie es läuft. Wir haben da oben ein Buch. Ich kann nicht so hundertprozentig genau erkennen, was es darstellen soll. Wenn ihr eine Ahnung habt, also das ist natürlich das Book of Belial, aber ich meine, das... Es ist, also woher dieses Buch ist, es ist ja angepasst, also es kommt irgendwo aus der Nintendo-Welt. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es gerne mal rein in die Kommentare, da seid ihr natürlich immer sehr herzlich willkommen. Generell habe ich heute natürlich wieder ein paar Fragen an euch. Und der Bookworm, Spawn, Twilworm, achso, Location. Achso, ja, nee, danke. Okay. The Book of Grimma. Okay. Wahrscheinlich irgendein RPG-Ding oder so. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Mein Controller ist immer noch kaputt. Da muss ich mir auf jeden Fall alsbald einen neuen kaufen. Ja, jetzt ist bald Ende des Monats. Dann bekomme ich meinen ersten Lohn. Ich muss zwar einige Dinge bezahlen und so, aber ich denke für einen kleinen neuen Controller oder vielleicht auch einfach irgendwo einen gebrauchten. Mal gucken, was es so auf Amazon gibt oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie teuer so 360-Controller sind. Also Xbox 360 für einen PC. Mal gucken. Wird auf jeden Fall ein neuer drinne sein, denke ich. Das ist nämlich bitter notwendig. So. Worüber wollte ich... Was habe ich... Habe ich irgendwas schon gesagt? Habe ich eine Einleitung gemacht? Keine Ahnung. Ich bin wie immer komplett geditscht, ne? Meine Stimme hört sich, glaube ich, noch ein bisschen anders an. Das, keine Ahnung, aber... ja, wie gesagt. Alter, wenn das Ding mich treffen würde, boah, der wäre gerade fast in mich reingelaufen. Dann bin ich tot. Nur mal so als Information. Information de la Rande, ja. Ja, mir geht's gut. Ich war jetzt auf der Hochzeit von meiner Schwester. Die Hochzeit war wirklich wunderschön. Das erste Mal, dass ich so eine kirchliche Hochzeit miterlebt habe. Ich musste eine Fürbitte vorlesen. Das heißt, ich durfte eine Fürbitte vorlesen. Für meine Schwester und ihren Mann und so weiter und so fort. Und ich habe sie natürlich verkackt. Aber, es war nicht so schlimm. Also ich habe sie nicht richtig vorgetragen, also nicht so, wie sie lauten sollte. Aber ich habe sie sinngemäß vorgetragen, ja. Meine Fürbitte war, bewahre ihnen den Mut des Anfangs und die Freude des Lebens. Schenke ihnen Rückenwind. Nein, genau. Schenke ihnen Ziele, auf die sie zugehen können und genügend Rückenwind, damit sie die. Nein. Damit sie gut vorankommen. Ich glaube sowas. Schenke ihnen Ziele, auf die sie zugehen können und genügend Rückenwind, damit sie vorankommen. Genau, das war meine Fürbitte. Und ich habe gesagt, am Ende, schenke ihnen Ziele, damit sie, auf die sie zugehen können und genügend Rückenwind, damit sie die erreichen. So. Ja. Ich habe den letzten halben Satz da verkalkert, aber es wusste ja keiner, ne? Dementsprechend, ja. Das kostet die Welt, ich nehme die Hälfte, ist mir ja dann egal, ne? Auf jeden Fall war das mega schön. Meine Schwester sah umwerfend aus, der Wahnsinn, eine wunderschöne Braut. Und generell war alles super. Das Essen war mega Bombe. Es gab am Anfang eine Suppe, die war halt so ein bisschen, halt eine Suppe. Ich bin nicht so der große Freund von Suppen, ich weiß nicht. Irgendwie, ich kann dem Ganzen nicht so viel... Ich weiß auch nicht genau warum, wobei ich mir so eine... Also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Suppe essen hier und da ganz geil ist, weil es halt einfach was Flüssiges ist und was Heißes dann auch und das so dich irgendwie auch ein bisschen befriedigen kann. Keine Ahnung, befriedigen ist vielleicht das falsche Wort, aber so einfach dieses Gefühl, sowas Warmes zu essen, was vielleicht nicht fest ist. Also eine Suppe an sich kann ich schon irgendwo verstehen, aber es war jetzt so eine, ich weiß noch nicht mal, was es für eine Suppe war. Aber ich habe sie gegessen, war auch nicht jetzt nicht lecker, ich hatte mega Hunger, also war schon in Ordnung. Das war halt die Vorspeise und dann gab es Buffet. Alter, ich habe Kartoffeln gegessen, Leviathan, plus ein Damage, higher Chance, achso, das ist, ich glaube, das war,
Alter, das ist aber großzügig. Warte mal. Leviathan? Ach so. Leviathan steht da wegen der Verwandlung. Conjoint, das ist Normal Tears. Was ist denn das hier auf der Seite? After taking enough damage. Ach so, das ist, das wollen wir nicht haben. Was soll eigentlich das hier darstellen? Was soll das hier darstellen? Und das hier ist irgendwie. Ich nehme es mit auf jeden Fall. Grimmas Mark. Ja, auch Grimma. Wer ist denn Grimma? Ich habe keine Ahnung. Ist bestimmt aus irgendeinem Mario-RPG. Das Buffet war mega lecker. Es gab halt so viel Verschiedenes. Keine Ahnung. Ich habe mir Kartoffeln gegessen mit Brokkoli und Blumenkohl. Und dann mit so. Truthahn oder Pute? Ich weiß nicht. Ich glaube von der Pute oder vom Truthahn. Halt so Medaillons heißt das, glaube ich, oder? Einfach so Fleisch. Boah, das war so lecker, ey. Das Fleisch, ne? Es gab auch Rinder. Rindersteak, genau, was noch so richtig blutig war. Haben auch viele gegessen. Aber sowas mag ich nicht ganz so gerne, also so blutige Sachen. Ich mag das immer sehr gerne, wenn es durchgebraten ist. Ne? Aber jeder halt, wie er mag, so. War sehr lecker. Ja, meine Schwester ist ja Veganerin, dementsprechend gab es natürlich auch da was, gab halt viel, wie gesagt, gab auch Blumenkohl, Brokkoli und Gemüse und so ein Zeug, alles, also gab wirklich viel Auswahl, war wirklich mega lecker und am Ende gab es dann noch Erdbeereis mit Schokopudding, das war auch extrem geil, alter Falter. Ja, ich habe auch am Anfang noch 2-3 Bierchen getrunken, aber so, je später der Abend wurde, desto... Weiß ich nicht, wisst ihr, es ist so unwohl, da ging es mir mit meiner Erkältung, wisst ihr, ich weiß nicht. Je später der Abend wurde, irgendwann hat mir das Bier dann auch nicht mehr geschmeckt, dann habe ich halt, ich habe Kopfschmerzen bekommen, nicht vom Bier oder so, weil ich habe, wie gesagt, ich habe vielleicht 4 Bier getrunken oder so. Und nach dem 4. Bier, ich habe halt einfach mit der Zeit Kopfschmerzen bekommen des Todes und das war halt so unangenehm und dann hat wieder alles angefangen, meine Nase und meine Augen und so hat alles angefangen wieder zu brennen und dann, gehen wir mal hier in den Shop rein. Und dann hat das Bier einfach nicht mehr geschmeckt irgendwie und dann, ja, es war ein bisschen doof. Ich hätte sehr gerne da eine ordentliche Party abgerissen, keine Ahnung, es war halt die Hochzeit meiner Schwester, aber, auf der anderen Seite, ich meine... Klar, es ist ein bisschen doof so, aber, Drops, achso, 4 Pillen, Dr. Mario, ja, das brauchen wir nicht. Luck up, okay. Explosive Diarrhea, okay. Auf jeden Fall bin ich dann relativ früh dann aber auch schon abgehauen, weil, wie gesagt, es war einfach so vom Gesundheitsstand da nicht so, dass ich mir dachte, okay, jetzt will ich hier vollkommen abreißen, weil das Ding ist ja auch, Party machen und so ist das eine, aber ihr wisst vielleicht, wenn ihr selber schon auf Partys geht oder so, das Ding ist, du fängst halt irgendwann an zu tanzen auch und du trinkst und tanzt und unterhältst dich und es ist sowieso ja generell warm, weil da so viele Menschen sind und dann fängst du an zu schwitzen und so weiter und so fort und irgendwann fängt es dann an, dass du auch mal mit jemandem rauchen gehst, also ich rauche jetzt selber nicht, aber man geht dann trotzdem auch mal mit, ne, um sich zu unterhalten, weil... Meistens ist es da, wo die Raucher sind, dann auch ruhiger, dass man sich da unterhalten kann und du willst ja auch mal frische Luft schnappen, ne? Also gehst du mal raus mit einem Raucher. Das ist diese Selbsttötungsdings da. Das nehme ich mal nicht mit. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich rauche nicht, aber wie dem auch sei. Und dann gehst du halt voll geschwitzt raus und das sind immer so diese Momente, wenn du dann voll geschwitzt, dann wahrscheinlich auch noch ohne Jacke, so für 10 Minuten an die kalte Luft gehst, dann bist du am nächsten Tag tot, so, keine Ahnung, und dann, das sind halt so die Momente, wo man sich oft erkältet, so, Erkälten hat ja grundsätzlich nichts damit zu tun, dass es kalt ist, ne, es heißt zwar Erkältung, aber das ist so ein kleiner Irrglaube. Ja, wenn man sich erkältet, hat das nichts damit zu tun, dass es kalt ist. Also nicht direkt, ja. Es gibt da durchaus eine kleine... Ja, also... Ne, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass es so ist, dass in Ländern, wo es
durchgehend kalt ist, dass da die Erkältungserkrankungen auch weniger oft vorkommen, wie zum Beispiel jetzt in so einem Land wie Deutschland. Das Problem ist halt, dass, wie gesagt, könnt ihr mal nachlesen, wenn es euch interessiert. Das finde ich nur immer so lustig, wenn, wisst ihr, wenn ich auf der Arbeit zum Beispiel bin oder wo auch immer und du bist so mit Leuten zusammen und dann sagen die, mach das Fenster zu, sonst erkältet sich noch jemand oder wie kannst du denn jetzt ohne Jacke hier draußen stehen, du erkältest dich doch. Dann denke ich mir immer so, ach, Mann, Alter, nein. Ich erkälte mich doch nicht, weil ich gerade für ein bisschen in der Kälte stehe. Aber wenn man, ne, so feiern ist und dann durchgeschwitzt ist und so, dann, das ist immer so ein bisschen, da habe ich Respekt vor, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, das war dann alles so. Aber trotzdem, wunderschön. Wunderschön. War wirklich toll. 2 HP ab. Was ist das? Welch, das ist bestimmt hier mega, hier der Bucket of Lard, ne? Ja, das kann sein. Okay, Single Use. Oh, das ist natürlich, das ist ein ziemlich cooles Item. Ich glaube, es gibt auch hier neue Items in der Mod, ne? Viele Items, die ich noch nie gesehen habe, so im Großen und Ganzen. Auf welcher Ebene bin ich denn? Warte mal kurz. Ich bin in Katakomben 1. Da kriege ich ein Boss-Item. Will ich das mitnehmen? Ja, warum nicht, ne? Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe, aber das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Und hier gibt es irgendwie immer Luck-Ups, kann das sein? Wir haben nur noch 5 Herzen, dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal weiter. 5 Münzen, sonst hätte ich jetzt noch gewürfelt, aber wenn ich kein Geld habe, brauche ich auch nicht würfeln. Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen Geld holen können, indem ich die Viecher kaputt bombe und so, aber ist jetzt alles in allem auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall, geht's mir aber jetzt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich glaube, ich höre mich noch ein bisschen nasal an, also ein bisschen durch die Nase an, aber gibt Schlimmeres im Leben, ne? Das Allerwichtigste ist, dass ich jetzt keine Halsschmerzen bekomme. Das muss ich halt mal schauen, wie es nach der Aufnahme ist, ob ich dann Halsschmerzen habe, weil ich auch wieder arbeiten muss und da viel reden muss und da muss mein Hals auf jeden Fall durchhalten, ne? Das ist ganz klar, ist ganz wichtig. Aber meine Güte, ne? Ohne, von nichts kommt nichts. Man muss halt dann auch probieren, ob es wieder funktioniert. Das ist halt so im Leben. Ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Also das war jetzt zu der Hochzeit, ne? Ich habe das ja, glaube ich, im letzten Part erzählt, dass ich bald auf der Hochzeit bin von meiner Schwester. Das dazu halt, wie gesagt, für alle, die es interessiert hat, war sehr schön. Dann haben wir die Hochzeit einmal abgearbeitet, abgefrühstückt, was gab es sonst noch zu erzählen? Ja, vielleicht... Entschuldigung. Vielleicht hätte ich mir einen kleinen Zettel schreiben sollen. Ich hatte, glaube ich, vor dem Part noch irgendwelche Gedanken in meinem Kopf, wo ich drüber reden wollte. Aber es wird bestimmt auch gleich wieder kommen. Genau. Ich habe eine Frage projektetechnisch an euch. Und zwar habe ich ich habe ein bisschen Lust auf ein Isaac-Projekt, was vielleicht ein bisschen... Ich habe Lust auf ein Isaac-Projekt. Ich habe noch mal Lust, einmal... so ein... Wisst ihr, wir spielen jetzt schon lange Isaac. Schon lange auf meinem Kanal und... ja, keine Ahnung. Isaac macht einfach mir Spaß und... ich habe so ein bisschen das Bedürfnis momentan. Ich weiß gar nicht so genau, woher das kommt. Aber ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, in Isaac nochmal alles von vorne nach hinten... Oh, ist das ein Pikachu? Oh, das ist hier der Goathead. Nein, Majora's Mask. Alter, das ist auch mega cool. Ich hätte vielleicht vorher an dem Dude hier spielen sollen. Schade. Naja, kann ich alles haben im Leben, ne? Ja, wir nehmen auf jeden Fall Guppies Head mit. Oder Guppies Buddy. Dead Cat, genau, die Dead Cat. Ja, und dann gehen wir einfach weiter. So, super. Ich habe Isaac-technisch ein bisschen Bock auf etwas. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Also die Leute, die hier zuschauen. Wobei das halt immer ein bisschen schwierig ist, ne? Weil ich weiß nicht, was momentan vielleicht so roundabout 500 Leute gucken diese Isaac-Videos. Du kriegst dann halt 2, 3 Kommentare. Das ist natürlich keine repräsentative Umfrage, aber... trotzdem würde es mich interessieren, einfach was so der ein oder andere dazu zu sagen hat. Auf jeden Fall
Ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon sehr viele Isaac-Videos in meinem Leben gemacht und dies und das und jenes. Und ich habe noch so eine Sache, wo ich mir jetzt so denke, die würde ich eigentlich gerne nochmal machen, ja. Ganz abgesehen von diesen ganzen Challenges und so, die ich in Zukunft noch bringen möchte. Wie gesagt, da, ne, peu à peu und die ganzen Mods, die ich mache und so. Und zwar ist es der Punkt, ich habe zwar in Rebirth, glaube ich, Platinum God freigespielt. Ich habe in Afterbirth so gut wie Real Platinum God freigespielt. Ich glaube, das Einzige, was mir da gefehlt haben, waren Items, die ich aufheben musste. Und das habe ich dann irgendwie... Und dann habe ich angefangen, meine Spielstände so hin und her zu schieben. Und deswegen hat das dann nicht mehr richtig gezählt irgendwie. Keine Ahnung. Aber... Ja, und jetzt gibt es halt noch Afterbirth Plus. Und ja... Ich überlege, ob ich nochmal Isaac als Projekt starte quasi, wo ich auf 100% spiele. Von 0 bis 100% alles im Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, weil auf der einen Seite habe ich schon ziemlich Bock drauf, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich jetzt schon wieder so Dinge habe, auf die ich keine Lust habe und ich nicht weiß, ob ich das dann am Ende des Tages wirklich durchziehen kann, weil ich möchte es dann auch nicht abbrechen. Deswegen würde mich das interessieren, wie ihr diese Idee findet und was ihr dazu sagt, ob es das, ja, ob das irgendwie notwendig ist oder ob ihr sagt, naja, es ist eigentlich jetzt nicht so, also keine Ahnung, spiel lieber einfach Isaac und hab Spaß am Leben und mit allen Items und so, weil das Problem ist, du musst wieder jede Challenge machen, das ist so eine Sache, aber das ist doch die Sache, die mich am wenigsten juckt, muss ich ehrlich gestehen, also die Challenge ist so, es ist nicht meine Lieblingsdisziplin, aber damit kann ich mich auf jeden Fall noch anfreunden. Das ist gar nicht die Frage. Hasch machen mit jedem Charakter finde ich auch nicht so schlimm. Das wird zwar schon ein bisschen... Es wird zwar... Guck mal, das ist eine Splatoon-Waffe, ne? Alter! Also ich muss schon wirklich sagen, die Items sind richtig cool. Richtig, richtig coole... Was bist du denn? Richtig coole Items. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist mega cool. Wenn die jetzt noch anfangen, die alle Gegner zu ändern und die Ebenen, das wäre schon nice. Und von Binding of Mario habe ich immer noch nichts gehört, ey. Das ist richtig schade. Das ist richtig schade. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Sun und Jera ist jetzt wieder so eine schwierige Entscheidung. The Sun. Bam. Wir nehmen die Jera-Rune mit, logischerweise. So, wir gehen auch in den Shop. Genau, das war der Plan. BFF, nehme ich dich mit. Eigentlich schon, aber ich habe nicht wirklich... wer weiß, ne? Vielleicht bekommen wir ja noch irgendwie... Keine Ahnung, you never know. Inkubus oder so. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Wo bin ich stehen geblieben? Ja, was mich nerven wird, ist, ja, Megasatan auch nicht unbedingt, wobei Megasatan immer ein bisschen krampfig ist, aber ich denke, das würde man schon hinkriegen. Worauf ich keinen Bock habe, ist der Greedia-Modus, weil der Greedia, ich habe den Greedia-Modus auch noch nie richtig gespielt, aber der ist halt einfach, keine Ahnung, der macht mir nicht so viel, oder der hat mir damals nicht so viel Spaß gemacht, weil, keine Ahnung, das ist einfach so... Ich habe nicht das Gefühl, dass du da wirklich die Chance, immer die Chance hast zu gewinnen. Sondern du hast irgendwie, du musst schon ein bisschen Glück haben mit den Items und den Münzen oder so. Das ist das eine Problem, was ich bei dem Greedia-Modus ein bisschen sehe. Das andere Problem beim Greedia-Modus ist, dass ich überhaupt gar keinen Bock habe, diesen Automaten voll zu machen. So, das ist halt so eine Sache, wo ich sage... Das habe ich einmal gemacht. Ich habe den Automaten einmal von Hand auf voll gespielt. Und ich habe wirklich eigentlich überhaupt gar keine Böcke, das nochmal zu machen. Das ist halt gerade so ein bisschen das Problem an der Sache. Dementsprechend weiß ich nicht genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, den Automaten cheate ich voll oder so. Aber dann ist es halt auch wieder nicht so wirklich ein 100% Let's Play. Deswegen, das sind so die Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Alter. Das ist ein krasses Item. Das ist so ein bisschen die... Das sind so die Dinge, über die ich mir gerade Gedanken mache. Deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das wirklich mache. Vielleicht lasse ich es auch. Vielleicht, ja, ich weiß nicht so genau. Ah. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr darüber denkt.
Ja, das erstmal, ne, ohne dass ich hier irgendwas zusagen oder absagen möchte, würde mich einfach mal interessieren, was so ihr als Außenstehende jetzt so sagt, ob das eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Ne, weil den Automaten im Shop voll zu machen, da habe ich zum Beispiel kein Problem mit, weil du machst sowieso genug Läufe im normalen Modus und das kriegt man mit der Zeit schon hin, ja. Man braucht den Shop generell jetzt eh nicht so unfassbar stark, ja. Es ist halt nicht so, dass du dass du die Items aus dem Shop unbedingt brauchst oder dass du das Geld unbedingt brauchst, um gute Läufe zu haben. Du hast ganz oft die Situation, wo du viel mehr, Geld hast, als du ausgeben kannst oder so. Und dann brauchst halt nur einen Schlüssel, um immer in den Shop reinzukommen, um da Geld einzuzahlen. Also den Shop voll zu kriegen im Normalen finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Aber den Greedia-Modus, ja, eigentlich schon das Gameplay an sich. Und der Greedia-Modus, wie gesagt, ich kenne mich nicht. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr sagt, ey, den Greedia-Modus, den kannst du immer schaffen. Der ist immer machbar. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen luckbasiert ist. Und wenn das so ein bisschen luckbasiert ist, ist es halt für ein Let's Play auch immer ein bisschen doof, weil, ja, ich kann natürlich, dann kann ich natürlich immer drei Aufnahmen wegschmeißen, bis ich eine habe, wo ich den Lauf dann schaffe. Oder ich mache vier Parts, bis ich das mit einem Charakter schaffe. Aber ja, das sind halt so die Dinge, wo ich mir denke, das finde ich halt persönlich, würde ich mir das halt nicht gerne angucken wollen, wenn man jetzt... Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so diese Diskrepanz zwischen Isaac und dem... Der Greed-Modus, der war schon irgendwo ganz cool, aber er hat nie diesen Rang bekommen, dass man ihn wirklich gerne spielt, finde ich persönlich, ne? Das kann natürlich jeder anders sehen, das ist ja gar keine Frage, aber... ja, er hat halt nie diesen Stellenwert wie der normale Lauf und... das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Ich würde einfach 100% im normalen Modus holen. Das wäre mein Wunsch, aber das funktioniert halt nicht so richtig. Deswegen, wie gesagt, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber es steht noch nichts. Vielleicht mache ich das auch nicht. Oder sehr wahrscheinlich mache ich das nicht. Charge a Blood Laser, that deals constant damage. Ist das Brimstone? Ich glaube, das ist Brimstone, oder? Ja, okay. Na gut, dann haben wir halt Brimstone so. Und wir sind Leviathan geworden, ist auch nice. Wir haben jetzt noch keinen Goldraum, aber YOLO, Jackson. Wir sind auch wieder mega langsam unterwegs. Ist auch so eine Sache, wo ich eigentlich mal gerne dran arbeiten wollen würde, dass ich einfach mal wieder ein bisschen schneller unterwegs bin. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So. Aber ist schon in Ordnung. Ich habe ja jetzt auch die letzten Tage kein Isaac gespielt. Der Punkt, warum ich darüber nachdenke, das nochmal so zu machen, ist, dass ich einfach schon so ein bisschen Lust in mir spüre, wieder gut in Isaac zu werden. Also was heißt gut, aber wieder mal regelmäßiger zu spielen, wisst ihr, mit ein bisschen so diesem, es ist nicht competitive, weil es halt trotzdem eigentlich einfach nur Isaac, ja, hat nicht viel mit competitive in dem Moment zu tun, aber einfach so ein bisschen diesen competitive Gedanken mitspielen zu lassen, so dass du halt einfach das Ding abreißen möchtest, ja, jeden Lauf schaffen möchtest und so weiter und so fort. Ich glaube, ich nehme doch das Buch mit, damit wir uns schwarze Herzen machen können. Was bist du denn? Oh, Daddy's Love. Ah, nice. Das ist Daddy's Leg, genau. So, ja, das sind so die Gedanken, die ich zu dem Ganzen habe. Da könnt ihr mir gerne mal eine Meinung dalassen. Ansonsten, was gibt es sonst so in meinem Leben zu erzählen? Keine Ahnung. Nicht so viel. Ich, freue mich auf den Ende des Monats. Dann kommt mein erster Lohn und ich hoffe, dass ich dann alles so ein bisschen geregelt bekomme. Es ist eine verrückte Zeit momentan, aber wie gesagt, ich freue mich momentan ehrlich, dass ich einfach, dass es läuft und dass es weitergeht und ich freue mich eigentlich jeden Tag, dass ich aufstehen kann. Es ist nicht immer alles ganz so einfach am Morgen, keine Ahnung, am Morgen ist meistens noch so die schwierigste Zeit für mich, aber so im Großen und Ganzen freue ich mich mega.
Und das läuft auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich jetzt wieder gesund bin und das durch habe, werde ich mich auch mega freuen. Das war halt auch ein bisschen nervig jetzt, aber es war klar, dass es irgendwann mal eine Erkältung kommen muss. Ja, einfach, es geht ja momentan so komplett rum, ne? Jeder ist ja momentan krank irgendwie. Und deswegen, man hofft dann natürlich immer so, dass es dich vielleicht auslässt oder so, aber es ist halt schon immer sehr unwahrscheinlich, dass man nicht davon betroffen ist. Aber das Gute ist, dass man nicht so schlimm davon betroffen ist. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal so wirklich richtig krank war, dass ich Fieber hatte und mich übergeben musste oder so, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, das ist schon Ewigkeiten her, wirklich. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Dass ich zum Arzt gegangen bin, weil ich krank war, ist schon... Ja. Ist jetzt schwierig zu sagen. Es war vielleicht 2015 oder so. Und auch da war das dann eher... Wir können fliegen und... Ja, nimm einfach mit so, keine Ahnung. Ich kann ja schon fliegen. Aber das war ein Speed-Up, okay? Das war ein Speed-Up, Leute. Das war nicht dumm, das Item. Das war nicht dumm. Ich meine, das war voll das coole hier. Was ist das überhaupt? Ein Zuwart? Keine Ahnung. Das sind die Fledermäuse aus Super Mario World, oder? Als ob der mich getroffen hat. Ich konnte einfach nicht ausweichen. Das war unmöglich. Ist es nichts Erlebende? Nein, schade. Weil ich jetzt halt ein Karten-Item gefunden habe. Also eine Karte, die meine Karte aufdeckt. If you know what I mean. Da wäre es halt ganz cool gewesen, wenn das hier die XL-Ebene gewesen wäre. Weil dann hätte ich direkt gewusst, wo ich hin muss mit meinem Leben. So. Ja, scheiß auf alles. Ich brauche keine Items mehr. Ich will hier einfach zum Boss. Ja, ich will hier mit eurem Boss reden. Ein bisschen mehr. Ja, nice, nice. Super. Alles geklärt, so soll das sein. Bam, Alter. Bam, 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 bam. So. Warum schieße ich manchmal einen doppelten Brimstone? Das sind so Dinge, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber ich muss auch nicht immer alles verstehen, ne? Ich muss nur alles essen, hat meine Mama gesagt. Kannst du sterben? Das war schon ein guter Damage. Also, Respekt. Don't do it. Ja, ein Luck-Up würde ich... Wir haben echt krass schon... Ein Luck-Up von 5 ist krass. Die jetzt 40 Damage. Okay, Leaf Creep. Conjoined. Kann ich das mitnehmen? Ja, ich habe ja 9 Leben. Schade. Ist auch ein Splatoon-Item. Auch ziemlich cool. Das gefällt mir. Ich mag ja kein Splatoon. Also, was heißt, ich mag kein Splatoon, aber. Splatoon ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, alter Falter. Wenn er fällt, dann schreit er Walter. Aber. Finde ich schon cool, diese Items. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich merke gerade, dass ich ein bisschen Piano machen muss. Ein bisschen. Also mein Hals ist auf jeden Fall. Er merkt, dass ich jetzt hier schon eine halbe Stunde rede. Aber das kriegen wir schon über die Bühne gewuppt, sage ich mal. Ne? Deswegen, wenn ich zwischendrin immer mal eine kurze Sekunde Auszeit nehme, wo ich mich kurz ein bisschen sammel, dann nehmt mir das nicht böse. Aber ja, ich merke schon, dass es noch anstrengend ist für die Stimme. Aber, ne, so ist es im Leben. So, da haben wir noch eine Rune. Eine June. Ich wollte Rune sagen und in dem Moment kommt auf einmal da die, jetzt sehe ich die Jäger-Rune und dann kam, wurde aus der Rune eine June. Ich würde gerne einfach hier wieder raus. Ich meine, ja, meine Fresse, wir sind hier gerade irgendwie... Ganz im Ernst, ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Ihr habt doch einfach eh keine Chance. Loki, ne? Vertrau doch einfach. Du hast keine Chance. Ja, je länger ich darüber nachdenke, ob ich das mit dem 100% Let's Play nochmal mache, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich es doch nicht möchte. Weil die Nachteile einfach so groß sind. Wisst ihr, was ich meine?
Hey, was? Ist das ein Automat? Nee. What the fuck? Was ist das denn hier? Ich spreng dich in die Luft, Alter. Hast du verdient. Hast mal geguckt, wie du aussiehst, du Scheißer? Scheiß Automat, ey. Je mehr ich darüber nachdenke, über dieses 100%-Ding, desto mehr... Die negativen Dinge, auf die man keinen Bock hat, sind einfach zu groß in diesem Spiel. Was mich zum Beispiel auch nerven würde, wären diese... Man muss ja, keine Ahnung, 30 Mal hintereinander einen Daily ranmachen. Also 30 Tage hintereinander. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir denke... Boah... Weil dann müsste ich auch, wenn ich alles im Let's Play machen wollen würde, dann müsste ich halt 30 Tage lang immer einen Daily ran hochladen. Und den halt auch schaffen wahrscheinlich, oder? Oder muss man den nur... Wahrscheinlich muss man den schon schaffen, ja. Deswegen, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, so richtig, ich glaube, so richtig gut ist es doch nicht. Ich glaube, wir sollten doch einfach nur Spaß an der Freude haben, wenn wir Isaac spielen. So. Und uns dann zwischendurch immer mal wieder mit Challenges beschäftigen und den überwiegenden Teil mit Mods. Wahrscheinlich lasse ich es einfach dabei. Aber wie gesagt, ne, ich bin trotzdem dabei, eure Meinung zu hören. Wenn ihr da eine gute Idee habt, wie man sowas umsetzen könnte, dann können wir da natürlich drüber reden. Das ist gar keine Frage. Momentan ist viel möglich bei mir auf dem Kanal, ne? Das sowieso. Ich bin relativ offen und relativ offen, was jetzt so die Zukunft angeht. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein, zwei Projekte machen, die ich schon mal gemacht habe. Einfach nur, um wieder so einen gewissen Flow aufzubauen. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich bald nochmal eine Runde SM64 Let's Playen. Einfach nur, um so ein bisschen, wie gesagt, Routine aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich nochmal an SMW setze. Einfach nur, um mal wieder so ein Gefühl für früher zu bekommen. Ja, für einfach Spaß zu haben beim Aufnehmen. Ja, und das, ich habe in der letzten Zeit mir ganz viele Gedanken gemacht. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich dabei gemerkt habe, dass es manchmal auch zu viele Gedanken waren. Ja, so blöd sich das vielleicht anhören mag, aber am Ende des Tages gibt es so viele Dinge, die über einen erfolgreichen Kanal entscheiden oder auch nicht entscheiden, dass es halt nicht machbar ist, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt... aufwendig geschnittene Videos von voll krassem Scheiß und dann werde ich der größte YouTuber der Welt. So funktioniert es halt nicht und ja, ich habe natürlich Bock, geile Videos zu produzieren, aber das ist auch eine Entwicklung und ich muss bei dieser Entwicklung auch einfach akzeptieren, dass ich momentan am Anfang bin. So, ich habe schon sehr lange nicht mehr regelmäßig Videos gebracht und das ist eines der wichtigsten Bestandteile von erfolgreichen Kanälen. Das ist nun mal die Regelmäßigkeit. Und ne, dann muss man da auch einfach anfangen und das akzeptieren und sich nicht 500 Millionen Gedanken über irgendwelche Dinge machen, die du zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch gar nicht realisieren kannst, weil du halt nicht in der Situation bist, sie jetzt gerade zu realisieren. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr versteht bestimmt, was ich meine, oder? Bestimmt. Und ja, das so ist es halt, wie gesagt. Und deswegen... werde ich wahrscheinlich so das ein oder andere Projekt jetzt mal remastern. Wie gesagt, mir schwebt da so ein bisschen SMW und SM64 vor. Und Super Mario 3D World möchte ich eventuell auch nochmal machen. Das fand ich nämlich, habe ich damals am Release gespielt und ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Let's Play. Und eigentlich finde ich es doch eigentlich ganz cool. Ah, mal gucken. Also es könnte auch sein. Ansonsten mal gucken, wie gesagt. Dann muss man halt mal schauen, was man alles so für coole Spiele irgendwie noch nicht gespielt hat, auch von Nintendo. Und ja. Sollte ich irgendwann mal eine Switch haben, dann kommt ein Bomberman-Let's Play mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, weil ich es einfach feier. Und dann hat man wieder auch neue Spiele, die man machen kann. Ich habe leider kein 3DS mehr. Stimmt, da wollte ich auch schon so lange mal drüber reden. Ich habe leider kein 3DS mehr, mit dem ich aufnehmen kann. Das ist so die Sache, weil... müsste Keggy mal fragen, ob er den noch regelmäßig benutzt oder ob er den... vielleicht kann man... ich meine, ich... vielleicht kann man da mit Keggy mal drüber sprechen, ob man den auch austauschen kann, wobei er den abgekauft hat, deswegen... also es ist halt seiner jetzt, deswegen
Unwahrscheinlich. Mal gucken, keine Ahnung. Aber es gibt halt schon coole Dinge für ein 3DS, ne? Wo ich sagen würde, da hätte ich schon zum Beispiel Bock drauf. Ihr habt vielleicht mitbekommen, es gibt so ein Mario-Sportspiel für den 3DS mit Fußball, mit Tennis, ne, nicht mit Tennis, mit Fußball, mit Reiten, mit, boah, ich weiß nicht genau, was war das denn noch, Fußball? Ich weiß nicht, mir fällt es momentan nicht ein. Golf, genau, Golf gibt es da noch. Und so weiter und so fort. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was ich mega feier. Und was ich natürlich voll gerne spielen würde, ist Boxboy. Ja, ich habe jetzt zu Boxboy 1 ein Let's Play gemacht, was auch mega gut ankam damals. Das war auch so crazy, weil ich niemals damit gerechnet habe, dass sowas wirklich gut ankommt. Aber das lief halt wirklich, wirklich gut. Also ja, doch, das war... habe ich auch jetzt noch Kommentare drunter bekommen. Machst du auch die nächsten? würde ich halt voll gerne. Würde ich wirklich voll gerne. Ja, und ansonsten... gibt es halt Mario Tennis Open logischerweise immer wieder, wo ich mir denke, ja, würde schon ganz nice sein. Ich hoffe, das habe ich noch. Aber müsste ich eigentlich. Und... warum schieße ich manchmal doppelte Brimstones? Ich weiß es nicht. Ja, ich trinke mal kurz einen Schluck. So langsam kratzt der Hals. Ich hätte mir eventuell, ich war vorhin einkaufen, ich hätte mir eventuell mal irgendwie so Halsbonbons kaufen sollen. Ich bin nun mal ein Vollspakulantus. Cricket Spawn, something comes out there. Ich weiß nicht, was das macht. Hat das mir gerade ein rotes Herz gegeben? Ich weiß es nicht. Hä? Das ist der D4, oder? Ja. Oh mein Gott. Ich wollte das nicht. Alter! Wir machen überhaupt keinen Damage mehr! Jetzt in den Nahkampf, weil... okay. Ist ja kein Problem, wir können ja wieder... ich habe doch die Jera-Rune, ich bin so dumm. Seraphim! Hey, das war Luigi! Wie lustig ist das denn? Ist die Boss-Version davon dann Wario? Oder war das vielleicht die Boss-Version? Weiß nicht, was Paper war Luigi? Ich weiß nicht genau. Naja, aber das sind so Dinge, auf die halt mega cool wären. Da hätte ich halt auch wieder Projekte. Naja, muss man mal gucken. Also, ne, die Zukunft wird auf jeden Fall interessant. Ich kann euch heute am jetzigen Tag noch überhaupt nicht sagen, wo der Kanal Cornelius von Cornell in, sagen wir mal, 6 Monaten steht. Es könnte sein, dass ich in 6 Monaten aufgehört habe. Wenn wir jetzt schon über das Kanalthema sprechen, dann können wir da ja auch mal drüber sprechen. Also könnte sein, dass ich in 6 Monaten, wenn es bis dahin immer noch nicht läuft, dass ich irgendwann halt sage, okay, Leute, das macht halt einfach keinen Sinn. Der Cornelius ist tot, der kommt nicht mehr rein ins Game. Dass ich sage, okay, ich verabschiede mich. Das könnte passieren. Aber es muss nicht passieren. Wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht irgendwie falsche... ja, ich will da überhaupt gar keinen Stress machen oder irgendwie irgendwelche Dinge hervorrufen oder... ne, das ist alles total hypothetisch. Nur natürlich beschäftige ich mich damit, ist ja logisch. Ich natürlich auch gucken muss, dass ich irgendwie irgendwas Vernünftiges mit meiner Zeit anfange. Also irgendwas, was produktiv ist. Und wenn der Kanal so bleibt, wie er ist, dann ist er halt nicht produktiv. Nicht für mich und auch nicht für die Zuschauer, da muss man halt so ehrlich sein. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Ziel. Sonst würde ich nicht immer noch hier hustlen. Sonst würde ich mich nicht immer noch hier hinsetzen und über solche Dinge reden. Ja, der ein oder andere mag vielleicht auch denken, dass ich das mache, um irgendwie... ja, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, aber... ich hustle jetzt nicht seit 1,5 Jahren, damit diesen Kanal irgendwie am Leben zu halten. Um ihm dann einfach zu sagen, okay, na, ich lasse es doch. Dann hätte ich auch vor 1,5 Jahren schon aufhören können. Aber... wie gesagt, I'm standing still. Conjoined.
Oh, nice! Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Unser Damage ist nämlich gar nicht so low, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Ach, ich hab oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Okay, wir werden nicht nochmal rerollen, Leute. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist ja mega nice. Ich bin einfach der coolste Dude der Welt. Ja. Aber vielleicht sind wir in einem halben Jahr auch wieder da, dass man sagen kann, Alter, Cornel, nicer Kanal. Nicer Kanal. So. Gut. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch großartig sagen soll. Damit zerschotzt. Okay. Es ist 2020. Funktioniert 2020 mit den Lasern? Ich weiß es nicht genau. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ich glaube schon, oder? Wir machen schon mehr Laser. Ich weiß es nicht genau. Autsch. So. War auf jeden Fall wieder ein aufregender Part. Und ich bin gespannt, ob ihr mir 1, 2, 3 Zeilen Feedback dalasst. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Binding of Isaac. Oder wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Ich habe da so 2, 3 Dinge. Ein Indie-Game habe ich da, das ich eigentlich starten möchte. Und dann, wie gesagt, Nintendo-Projekte. Steht ja auch noch aus, habe ich ja gesagt. Lost Levels, das will ich eigentlich auch noch machen. Also mal schauen. Alter, ist auch nice. 17, wir machen 17 Damage. Da muss ich noch einmal schnell gucken, wie das in einem Raum ausschaut, wenn ich da auf Gegner baller. Ach so. Okay, jetzt mache ich nur 8 Damage. Aber das sieht schon krass aus. Also, ich habe halt den 3-Dollar-Bill, ne? Das ist halt der Punkt so. Was charge ich denn? Habe ich Kakao? Könnte sein, aber Alter, das ist schon crazy. Ich habe, glaube ich, auch die Nägel. Ich glaube, die Nägel sind auch fest in meinem Repertoire. Die Sensen waren gerade vom Buchtwurm. Ich kriege sonst gerade keine neuen Effekte irgendwie. Okay, slow down enemies, the timer. Ne, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Lauf bis hierhin. Da kann man nicht viel gegen sagen. Ich würde gerne noch einmal rerollen, dann haben wir noch eine Batterie vorm Boss liegen. Wir haben auch noch da hinten links eine Batterie, aber da wollte ich jetzt nicht hinlaufen. Ich habe den Wizardo, ne? Den Wizard-Head oder wie? Was ist das nochmal? Der Wizard. Hier, dass ich halt so im. Ich schieße halt nach außen. Hier. Wisst ihr, wie ich meine? Ich schieße halt nicht mehr nach vorne. Das ist doch. Das heißt, es war nicht 2020, sondern das war dieser Wizardo. Ich habe keine Ahnung, wie das Item heißt. Oh, wir haben nicht genügend Räume, um den aufzuladen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Naja, egal. Belzebub! Boah, ich bin richtig langsam. Und richtig schwach, glaube ich. Wobei, so schwach bin ich wahrscheinlich nicht, aber wie dem auch sei. Wir gehen jetzt einfach ins Ziel, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, Stimme hat gehalten. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, die Stimme wieder beruhigen und dann mal weiter gucken. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!